Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Rennwochenende. Es ist Freitag 12 Uhr und ja, wir sind bereits beim 10. Grand Prix und damit haben wir die Halbzeit erreicht. Und ja, es geht nach Ungarn. Wir haben eine Menge Punkte aufgeholt. Das liegt aber auch daran, dass Nico Rosberg die letzten Rennen nicht so gut abgeschnitten hat. Und wir sind bis auf einen Punkt jetzt an unserem Teamkollegen wieder dran und wollen jetzt natürlich hier in Ungarn auch punkten, und zwar ohne Ende. So, wir können mal ganz kurz schauen. Also, wir haben für heute bewölkt, für morgen Samstag soll es ein bisschen sonnig sein und Sonntag dann nur Sonne. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Da kann man nichts sagen. Wir schauen mal ganz kurz auf unser teaminternes Duell. Da liegen wir jetzt 5:4 vorne. Bei den Innenrennen besiegt, bei den Podien haben wir ausgeglichen, da wollen wir natürlich noch in Führung gehen, schnellste Runden und Siege im Qualifying-Duell gehört Nico, wird wahrscheinlich auch so bleiben und WM-Punkte können wir auch noch nach vorne kommen, also wenn alles gut läuft, können wir hier irgendwann dann 3:2 führen und das wäre so das Ziel. Ja, vierte Podiumsplatzierung der Saison im 9. Rennen, das ist in Ordnung und ja, Ross Brawn hat nach dem Rennen auf dem Nürburgring mit mir gesprochen. Es fällt mir nicht leicht, dir zu sagen. Er hat deine jüngsten Leistungen mit denen deines Teamkollegen verglichen und beschlossen, Nico Rosberg zu Nummer 1 zu machen. Das bedeutet, dass er jetzt über den Großteil Ressourcen verfügen kann. Diese Änderung muss nicht unbedingt von Dauer sein. Wir können Ross noch immer beweisen, dass er mit seiner Entscheidung falsch liegt. Und dass du der bessere Fahrer bist. Es liegt allein an dir, du musst jetzt gute Leistung zeigen und Nico langfristig hinter dir lassen. Ja, das ist ein komischer Zeitpunkt, weil wir eigentlich die letzten Rennen immer besser waren, aber okay. Ich wage es nicht, die Logik von F1 2013 anzuzweifeln. Deswegen machen wir einfach mal weiter und fügen uns unserem Schicksal. Ja, dann würde ich sagen, werfen wir mal einen Blick auf den Hungaroring und dann gucken wir einfach mal, wie wir hier mithalten können. Die letzten Rennen waren ja wirklich alle sehr, sehr gut. Da kann man jetzt wirklich nichts zu sagen. Sehr oft aufs Podium gekommen. Ich glaube, 3 Podien jetzt in Folge. In Kanada, in Großbritannien und in Deutschland. Und jetzt wollen wir hier natürlich weitermachen. Ungarn, ja, ist eine schwere Strecke, muss man so sagen. Wir werden mal gucken. Ich glaube, wir lassen einfach die harten Reifen drauf. Ist eigentlich ganz egal. Den können wir eben nochmal ganz kurz an unserem Auto rumtüfteln. So, das soll auch schon reichen. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal 1-2 Runden. Und schauen dann, wo wir stehen. Ja gut, harte Reifen haben wir. Das heißt, wir werden hier ungefähr noch eine Sekunde langsamer sein, als wenn wir jetzt die Weichen hätten. Aber wir wollen ja jetzt auch nicht unbedingt... Also man hat jetzt nichts, wenn man das Training gewinnt. Außer so ein bisschen Motivation, die zusätzlich kommt. Aber Motivation brauche ich sowieso nicht. Ich bin immer top motiviert. Und möchte hier auf jeden Fall wieder aufs Treppchen kommen im Rennen. Und wenn möglich auch schon im Qualifying. So, los geht's jetzt mit unserer ersten Runde hier. Und dann schauen wir einfach mal uns die Strecke so ein bisschen an. So, ganz komische DRS-Zone hier am Anfang. Ja, und da muss man aufpassen, also die Räder, die blockieren ganz gerne hier so ein bisschen, beziehungsweise nicht blockieren, sondern ganz im Gegenteil, drehen hier gerne mal so ein bisschen durch. So, hier haben wir diese Haarnadelkurve, immer ganz gefährlich. Ja, die Kurvenkombinationen sind ganz wichtig, dass man hier ordentlich Tempo mitnimmt.
Also da ist es dann wichtig, dass man hier wirklich die beste Linie hat. So, und eine 1:26.6. Wir werden nochmal eine Runde anfangen und dann gucken wir mal, ob die Zeit wirklich gut war oder nicht. Eigentlich sah es ja ganz vernünftig aus. Ja, hier haben wir tatsächlich eine DRS-Zone, eine ganz kurze. So, 4 Zehntel besser als eben. So, der Di-Resta ist besser als wir. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, und hier haben wir jetzt ein paar Probleme gehabt. Komm in den nächsten 2 Runden an die Box. Also wir haben uns nochmal ein bisschen verbessert, eine gute Sekunde. Im letzten Sektor haben wir hier wirklich noch eine Sekunde aufgeholt auf den Di-Resta, aber ganz gereicht hat es nicht. Aber wir können eigentlich mit den beiden Runden relativ zufrieden sein. Wir schauen mal, wo wir dann am Ende landen. Ich denke mal, so gutes Mittelfeld, so um Platz 10 rum. Ja, der Di-Resta hat wirklich eine sehr gute Zeit abgeliefert. Da sind wir aktuell auf dem 2. Platz sogar. Mensch, Mensch, hätten wir sogar fast das Training gewinnen können. Und das mit harten Reifen. Also, so schlecht sieht's nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen, ob die auch alle die harten Reifen hatten. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Weich, hart, hart, weich, hart. Also durchweg gemischt. Der Di-Resta hatte weiche Reifen. Das heißt, eigentlich haben wir hier das Training gewonnen. Nein, Spaß beiseite. Wir werden morgen sehen, wie gut wir drauf sind. Da wird die Konkurrenz auch nochmal ein bisschen nachlegen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid, Leute. Macht's gut. Bis morgen. Da geht's dann weiter um 12 Uhr. Bis dann.